Aktivitäten, ja, wir haben viele Aktivitäten eigentlich. Wie gesagt, als erstes steht die Jugend da. Ein Sportverein oder irgendwas für die Jugendlichen bis 10 Jahren oder bis 15 Jahren irgendwie organisieren, dass die Kinder wenigstens nach der Schule etwas haben, womit sie sich beschäftigen können. Wir haben ja hier eine Fußballgruppe, sag ich mal. Wir haben auch letztens ein Turnier gemacht. Ja. Die gehen auch jedes einmal im Monat immer zur Fußballhalle. Ja. Jetzt haben wir von Alexander Heuer, unserem Bürgermeister, eine Halle bekommen, wo wir terminlich noch absprechen müssen, dass die Jungs da trainieren können. Ne? Also es ist kein offizieller, also kein richtiger Verein, aber von unserem Verein hat ein